Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn die Blase plötzlich nicht mehr richtig dicht halten will, dann ist das vielen erst einmal peinlich. Dabei kann das viele Gründe haben und es kann jeden treffen, Männer und auch Frauen. Heute geht es bei uns vor allem um die Blasenschwäche von Frauen. Bei mir ist Dr. Petra Anheuser. Sie ist Chefärztin der Urologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Frau Dr. Anheuser. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Sagen Sie uns erst einmal, wenn wir über Ursachen reden wollen von einer Inkontinenz, von einer Blasenschwäche, dann muss man, glaube ich, auch die Arten der Inkontinenz unterscheiden. Können Sie uns da erst einmal aufklären, bitte? Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie direkt zu Anfang ansprechen. Allgemein spricht man von Inkontinenz und bezeichnet damit ganz unterschiedliche Formen des Urinverlustes, des Harnverlustes, denn das ist ja eigentlich der Begriff Inkontinenz, der dieses beschreibt. Möchte man diese Inkontinenz behandeln, ist es ganz entscheidend, im Vorfeld herauszufinden, worauf diese Inkontinenz, dieser Urinverlust beruht. Es gibt unterschiedliche Formen, die in unterschiedlicher Häufigkeit auftreten. Auf die wichtigsten würde ich gern einmal eingehen. Sehr weit verbreitet die sogenannte Belastungsinkontinenz, bei der ein Urinverlust eintritt unter körperlicher Belastung. Circa 30% aller, die von Inkontinenz betroffen sind, sind von einer Belastungsinkontinenz betroffen. Etwas weniger, circa 25% aller, erleben eine sogenannte Dranginkontinenz. Das heißt, ein Urinverlust, der einfach durch eine Überaktivität der Blase, aus welchem Grund auch immer, bedingt ist. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Die dritte, auch große Gruppe sind Patienten, die Urin verlieren, einfach aufgrund der Tatsache, dass beide Inkontinenzformen gemeinsam auftreten. Oh, das ist ja kompliziert. Das heißt also, die Symptome, kann ich mir das so vorstellen, bei einer Belastungsinkontinenz ist es so, beim Bücken, beim Hinsetzen, beim Aufstehen, beim Niesen, und bei der Dranginkontinenz ganz einfach Druck, obwohl ich gerade eben auf der Toilette war. Kann das so unterschieden werden? Vielleicht? Genauso kann man das unterscheiden. Belastungsinkontinenz heißt eben unter Belastung. Man unterscheidet verschiedene Grade, wann dieser Urinverlust auftritt. Und bei einer Dranginkontinenz passiert genau das, wie Sie es beschrieben haben. Die Blase verselbstständigt sich, wenn man so will, und meldet sich bereits bei kleinsten Füllungsmengen bzw. wird selbst aktiv, ohne dass man darauf eine Kontrolle ausüben kann. Und die Belastungsinkontinenz, ist das, was man früher als Stressinkontinenz bezeichnet hat? Richtig, es ist ein Synonym dafür. Wo viele immer dachten, das hätte was mit psychischem Stress zu tun. Richtig. Und ist aber gar nicht so. Also kein psychischer Stress, sondern ein körperlicher Stress, der dafür sorgt, dass im Prinzip die Blase einfach nicht mehr funktionieren kann. Ja. Wir sprechen ja jetzt über die Inkontinenz bei Frauen. In welcher Situation kommen Frauen zu Ihnen? Der erste Weg ist meist der Gynäkologe oder auch ein niedergelassener Urologe. Ganz häufig werden die Patientinnen im zweiten Schritt zu uns geschickt, in die Klinik, zu mir geschickt in die Klinik, um eben eine begonnene Therapie fortzuführen oder eben auch eine Therapie einzuleiten, eine andere Therapie einzuleiten, wenn die bisherigen Maßnahmen nicht gegriffen haben. Also wenn einfach eine Therapie erfolglos geblieben ist. Können sich auch Männer an Sie wenden? Absolut. Woher haben die denn ihre Inkontinenz in der Blase? Die Inkontinenz der Männer hat ähnliche Ursachen wie die der Frauen, allerdings ist die Häufigkeit anders verteilt. Wie wir alle wissen, dass mit zunehmendem Alter bei Männern die Prostata eine entscheidende Rolle spielt, aufgrund ihrer Größenzunahme. Und das wiederum führt zu Veränderungen an der Blase selbst, die eine Inkontinenz herbeiführen können. Aber es gibt eben auch viele mittlerweile als Zivilisationskrankheiten benannte Veränderungen des Körpers, die im Laufe des Lebens auftreten, beispielsweise degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule, Beschwerden sozusagen im Lendenwirbelbereich, also dort, wo die Nerven die Blasenfunktion steuern, auch austreten. Stoffwechselerkrankungen, die mit Veränderungen am Nervengewebe einhergehen, beispielsweise der Diabetes mellitus, sogenannte Volkskrankheiten, die eine weite Verbreitung finden. Und in Kombination dieser neurogenen Veränderungen, wenn man so möchte, mit der Veränderung der Anatomie können eben auch Männer von einer Inkontinenz betroffen sein. Ja, oder zum Beispiel nach einer OP kann das ja, glaube ich, auch passieren, sowohl bei Männern als auch bei Frauen in der Umgebung, die vielleicht gar nichts zu tun hatte mit der Blase und dann doch insgesamt durch OP, Betäubung, Nerven, Psyche vielleicht auch, dass man da... Richtig, allein durch die Operation, wo man sozusagen im Nebeneffekt Verletzungen an Nerven herbeiführt, die sich eben auf diese Art und Weise bemerkbar machen. Ja. Gar nicht anders zur Darstellung kommen, sondern auf diese Art und Weise. Okay, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Frauen, die also schon so eine Reise durch verschiedene niedergelassene, durch Arztpraxen also hinter sich haben, die unter Blaseninkontinenz leiden, das vielleicht nicht richtig in den Griff bekommen haben. Die kommen jetzt zu Ihnen. Jetzt geht es hier erstmal halt darum herauszufinden, was hat denn jetzt die Frau? Thema Diagnose. Wie läuft sowas ab? Der entscheidende Punkt vor der eigentlichen Therapie, häufig nicht in der Form durchgeführt, wie man das eigentlich erwarten würde. Ganz am Anfang steht natürlich die Anamnese. Also das heißt, es ist zu erfragen und zu erfahren, welche Vorerkrankung jemand hat. Ich hatte es eben gerade angerissen, es gibt verschiedene Erkrankungen, die Auswirkungen auf die Blasenfunktion und die Blasenentleerung haben. Es gibt, wie Sie eben auch schon genannt haben, verschiedene Operationen, die Auswirkungen haben auf die Funktion im Beckenboden. All das sind Dinge, die man wissen muss, um sie abschätzen zu können und natürlich auch im zweiten Schritt die Untersuchung. Das heißt, anatomische Verhältnisse müssen beurteilt werden. Sind sie normal? Denn nur eine normale Anatomie kann im Prinzip auch eine normale Funktion hervorrufen. Also das heißt, liegen die Organe richtig im Unterleib und auch im Becken? Das meinen Sie damit? Genau, Stichwort ja. Beckenbodenschwäche, ja. Beckenbodensenkung. Das sind alles Dinge, die man im Vorfeld abklären muss, um sich sozusagen ein Bild über Anatomie und Funktion machen zu können. Denn beides spielt zusammen und beides ist sozusagen wichtig in Kooperation miteinander. Und wie unterscheiden Sie jetzt, ob es sich um eine Belastungsinkontinenz handelt oder eine Dranginkontinenz? Ganz häufig ist allein eine saubere, eine gesicherte Anamnese ausreichend. Das heißt, die Patienten können sehr gut beschreiben, wann ein Urinverlust auftritt und wie dieser Urinverlust aussieht. Das ist das eine. Natürlich gibt es Fälle, ich hatte es ja auch schon angedeutet, es gibt Mischformen aus beiden, wo man eben durch die Anamnese allein diese Differenzierung nicht treffen kann. Dann helfen einem verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten weiter, die wir natürlich in der Klinik vorhalten. Zum Beispiel eine Blasendruckmessung. Dort kann man eine Blasenfüllung nachahmen, und Druckverhältnisse ableiten und aus dieser Blasenfüllung und den daraus resultierenden Druckverhältnissen Rückschlüsse ziehen darauf, welche Form der Blasenentleerungsstörung eigentlich vorliegt. Das heißt, man leitet Wasser in die Blase ein, ist das so? Richtig. Durch die Blase, also durch den Harnleiter hindurch? Durch einen eingelegten Katheter, der durch die Harnröhre in die Blase gelegt wird, kann man die Blase auffüllen und über diesen Katheter auch gleichzeitig die Druckverhältnisse bestimmen, die dort im kleinen Becken, speziell in der Blase, vorherrschen und hat so sozusagen einen Einblick in die Blasenfunktion und auch in das Verhalten der Blase. Ist das unangenehm? Unangenehm sicherlich, nicht schmerzhaft, unangenehm natürlich allein die Untersuchung selbst, wie im Vergleich vielleicht auch eine gynäkologische Untersuchung unangenehm sein kann. Ja, aber ja immerhin mit einem Ergebnis, die eine richtige Therapie jetzt entwickeln zu können dafür. Ne? Zum Beispiel. Das ist richtig. Also das ist angenommen, Sie würden jetzt, ich weiß gar nicht, was ist häufiger? Die Belastungsinkontinenz ist, glaube ich, häufiger. Als die Belastungsinkontinenz ist häufiger. Wenn wir jetzt mal bei der blieben, und es ginge jetzt darum, einer Patientin zu helfen, die darunter leidet. Wie wäre dann Ihre Therapie? Zunächst einmal ist abzuklären, in welchem Ausmaß diese Art der Inkontinenz vorliegt und wie sehr die Betroffene darunter leidet. Beides korreliert nicht, das erleben wir immer wieder. Urinverlust heißt nicht gleich Betroffenheit. Das heißt, man muss natürlich erfragen, inwieweit ist überhaupt ein Behandlungswunsch vorhanden. Man geht natürlich davon aus, wenn sich ein Patient, eine Patientin vorstellt, dass dieser Wunsch gegeben ist. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Im ersten Schritt versucht man natürlich, alle konservativen Maßnahmen auszuschöpfen. Dazu zählt bei korrekter Anatomie, dass man den Beckenboden stärkt, Stichwort Beckenbodengymnastik, Elektrostimulation, Physiotherapie. Das ist etwas, was man jeder Patientin anbieten sollte, die Voraussetzungen dafür hat, dass man eben mit diesen konservativen Maßnahmen eine deutliche Besserung, vielleicht sogar eine Heilung dieser Inkontinenz erzielen kann. Das ist der erste Schritt. Insbesondere bei älteren Patientinnen ist natürlich auch der Hormonstatus zu klären, ein ganz wichtiger Punkt auch in der Anatomie und Funktion des Beckenbodens. Diesen gilt es zu normalisieren, das heißt unter anderem Hormone zu verabreichen, was man lokal durchführen kann. Und wenn all diese Maßnahmen nicht greifen, bleiben verschiedene operative Verfahren von minimalinvasiven, einfachen Techniken, Stichwort Schlingeneinlage, mittlerweile weit bekannt und verbreitet, worum es sich dabei handelt, bis hin zu größeren Maßnahmen, die eine anatomische Korrektur des Beckenbodens beinhalten. Das heißt also, man bringt Organe des Beckenbodens, also Blase oder vielleicht auch Gebärmutter und andere Sektionen wieder in eine Position zurück durch einen Eingriff, durch einen kleinen Eingriff, vielleicht mit Hilfe eines Bandes, wie Sie es hier, oder Schlinge, wie Sie es genannt haben, damit man bei Belastung nicht mehr Urin verlieren kann. Also damit die Blase das tut, was sie früher auch getan hat, als noch alles gut war. Richtig. Ja. Diese kleinen Schlingenverfahren sind weniger geeignet, um anatomische Korrekturen durchzuführen. Vielmehr unterstützen sie den Beckenboden und bringen die Harnröhre in eine Position, wo sie eben wieder ihre normale Funktion ausführen kann. Mhm. Größere Maßnahmen, die eben dann eine operative Korrektur bedeuten, bringen die Beckenorgane wieder in ihre Funktion. Und so wie wir vorhin schon erwähnt haben, setzt eine normale Funktion eben auch eine normale Anatomie voraus. Das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass der Beckenboden wieder normal arbeiten kann. Und was wäre, wenn es um eine Dranginkontinenz ginge? Wie würden Sie die behandeln? Eine Dranginkontinenz behandelt man vornehmlich medikamentös. Mhm. Zum einen in Tablettenform. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das Medikament direkt vor Ort zu applizieren. Wir sprechen hier von einer Injektion eines Toxins, Botulinumtoxin. Botox. Botox. Aha. Stichwort Botox. Ja. Was direkt in die Blase appliziert wird und was dort bewirkt, dass diese von nervaler Seite erzeugte Überfunktion dadurch korrigiert wird, dass eben das Signal der Aktivität nicht auf die Muskulatur übertragen wird und so die Blase beruhigt wird und weniger aktiv ist. Also diese Überaktivität dadurch reduziert wird. Genau, also ich glaube, man sollte nochmal betonen, dass bei dieser Dranginkontinenz ja gar nichts ist objektiv, sondern dass die Nerven des Blasenmuskels, glaube ich, einfach nur denken, dass was ist. Und das gilt es zu beruhigen. Richtig, das ist eine Fehlsteuerung, eine nervale Fehlsteuerung der Blase. Und bei Botox, wenn man sich so ein bisschen mit Schönheits-OPs beschäftigt, dann hört man ja immer, oh, das hält nur ein halbes Jahr. Danach sind die Falten an der Stirn wieder da. Wie geht es denn da der Blase? Genauso geht es den Falten der Blase. Ja. Botox hat eine Wirkdauer von ungefähr 4 bis 6 Monaten. Darüber hinaus manchmal auch 2, 3 Monate mehr. Das heißt, diese Therapie muss in gewissen Abständen, in gewissen Intervallen wiederholt werden. Mhm. Meistens sind es so 6 bis 8 Monate. Mhm. Macht man das auch noch mit anderen Medikamenten oder geht das nur mit Botox? In diesem Fall nur mit Botox. Es gibt ja auch so andere Medikamente, die man nimmt, um morgens nicht gleich wieder Blasendrang zu haben. So Antispasmen oder sowas, was ich gehört habe. Richtig, das sind die Medikamente, von denen ich gesprochen habe, ja, die in Tablettenform eingenommen werden. Genau. Wie hoch ist die Chance, dass ich nach einer Behandlung bei Ihnen mit Blasen keine Probleme mehr bekomme? Also kann man das endgültig beseitigen, das Problem, oder ist die Gefahr groß, dass ich dann doch irgendwann mich wieder darum kümmern muss? Aus dem Gesagten heraus sieht man schon, das ist schwer zu pauschalisieren. Ja. Es ist immer wichtig abzuklären, worum handelt es sich, welche Form des Urinverlustes habe ich, welche Form des Urinverlustes liegt vor. Und aus dieser Form heraus oder aus dieser Ursache heraus ist eigentlich auch die Therapie abzuleiten. Es gibt Formen der Inkontinenz, die lassen sich relativ einfach behandeln. Zum Beispiel eine Belastungsinkontinenz bei normaler Anatomie mit Verstärkung der Beckenbodenaktivität, vielleicht Unterstützung, operative Unterstützung durch ein Bändchen. Das sind Formen, die sehr gut ansprechen auf die Behandlung. Es gibt aber auch Formen der Inkontinenz, die eben nur sehr schwer zugänglich sind. Zum Beispiel eben eine überaktive Blase, die vielleicht unter Umständen nur teilweise auf die Behandlung mit Botox anspricht, wo eine medikamentöse, oralmedikamentöse Therapie in Tablettenform gar nicht wirkt oder nicht möglich ist aufgrund von Nebenwirkungen, die diese Medikamente auch haben und die nicht zu unterschätzen sind. Gut, das heißt also mit anderen Worten, man muss sich selbst gut beobachten, muss bei Zeiten mit einem Arzt sprechen und dann eine gemeinsame Therapieform mit ihm zusammenfinden. Das ist richtig. Es ist eine sehr, sehr individuelle Therapie, eine Behandlung eines Urinverlustes und deswegen braucht man eine sehr gute Anbindung an den Behandler. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!